Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Insiders Insight. Mein Name ist Felix und ich zeige euch heute, wie ihr in Smartfix Dokumente mit LibreOffice konvertiert. In Smartfix könnt ihr bereits Dokumente mit Microsoft Office konvertieren. Dafür ist ein installiertes Microsoft Office-Paket zwingend notwendig. Ab dem Service Pack 6 gibt es auch die Möglichkeit, die Konvertierung so zu konfigurieren, dass stattdessen LibreOffice genutzt wird. Smartfix bietet die Möglichkeit, unterschiedliche Dateitypen in PDF zu konvertieren. Schauen wir uns dazu die Konfiguration im Configurator an. Um mit LibreOffice Dokumente zu konvertieren, erweitere ich als erstes den systemweiten Konfigurationseintrag Smartfix, eDoc, LibreOffice, Supported LibreOffice Extensions um die folgenden Werte: XLSX, PPSX, PPTX, DocX, .x. Ich speichere ab und erhalte eine Warnung, die besagt, dass mein System eine eindeutige Zuordnung der Anwendung für die Konvertierung benötigt. Da ich LibreOffice zur Konvertierung verwenden möchte, entferne ich die gleichen Werte in den Konfigurationseinträgen zu Microsoft Office. Ich gehe auf Smartfix, eDoc, Office Extensions und auf Supported Excel Extensions. Dann auf Supported PowerPoint Extensions und auf Supported Word Extensions. Danach speichere ich erneut ab. Für den Fall, dass dennoch ein Wert doppelt vorkommt, wird standardmäßig die entsprechende Microsoft Office-Anwendung zur Konvertierung verwendet. Die Ports, über die die LibreOffice-Prozesse angesprochen werden, werden im Eintrag LibreOffice Ports angegeben. Hier können mehrere Portbereiche durch Semikolon getrennt eingetragen werden. Für jede Komponente in Smartfix, die eine Konvertierung von elektronischen Dokumenten ausführt, muss ein Port verfügbar sein. An dieser Stelle ist es wichtig, dass die entsprechenden Ports ausschließlich für LibreOffice-Prozesse reserviert sind. Diese Ports dürfen nicht öffentlich verfügbar sein. Ich wähle daher einen Bereich von 49.480 bis 49.500, da ich 20 Komponenten habe, die eine Konvertierung durchführen sollen. Das Ausgabeformat für die PDFs, die bei der Konvertierung elektronischer Dokumente entstehen, wird im Konfigurationseintrag Smartfix, eDoc, LibreOffice, SysTarget-PDF-Format angegeben. Hier können unterschiedliche Formate von PDFs angegeben werden. In meinem Fall möchte ich als Ausgabe PDF A1b erhalten und setze den Wert im Eintrag auf 1. Wenn für unterschiedliche Mandanten verschiedene Ausgaben erfolgen sollen, kann in dem mandantenspezifischen Konfigurationseintrag Smartfix, eDoc, LibreOffice, Target-PDF-Format der jeweilige Wert angegeben werden. Jetzt konfiguriere ich noch die Schriftarten, die in LibreOffice durch andere Schriftarten ersetzt werden sollen. Dazu navigiere ich zum Konfigurationseintrag Smartfix, eDoc, LibreOffice, LibreOffice Font Substitutions. Ein Schriftartenpaar ist durch ein Größerzeichen getrennt. Mehrere Schriftartenpaare können durch die Trennung mit einem Semikolon angegeben werden. Standardmäßig sind schon einige Schriftpaare im Eintrag angegeben. Diese reichen mir für die Konvertierung meiner Dokumente aus. Mithilfe dieses Konfigurationseintrags können Schriftarten, die nicht auf dem Rechner installiert sind, der die Konvertierung ausführt, durch andere sinnvolle auf dem Rechner installierte Schriftarten ersetzt werden. Nun habt ihr gesehen, wie ihr LibreOffice für die Konvertierung von Office-Dokumenten einrichtet. Da LibreOffice eine frei verfügbare Software ist, die standardmäßig mit Smartfix ausgeliefert wird, könnt ihr Lizenzkosten sparen. Außerdem ist die Konvertierung deutlich performanter und kann auch durch mehrere Komponenten parallelisiert werden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Insiders Insight.